Moin Leute! Wir sind mit dem Startup-Taxi in Hamburg unterwegs. Weil ich hier selber auch ein paar Jahre gewohnt habe, ist das auch so ein bisschen meine zweite Heimat. Und ich habe gleich einen mega coolen Typen mit an Bord. Der wird uns nicht nur was von der Höhle der Löwen erzählen und wie das da im Hintergrund so abläuft und was diese Sendung überhaupt bringt, sondern der hat auch noch eine mega geile Tour durch die USA gemacht mit einem Van von der Westküste an die Ostküste. Und wollte mal herausfinden, warum eigentlich diese ganzen Top-Tech-Unternehmen aus den USA kommen und nicht aus Deutschland von hier. Carsten Maschmeyer hat bei ihm investiert, bei der Höhle der Löwen. Ich freue mich mega auf Malte von Foodguide. Moin. Moin Malte. Moin André, grüß dich. Ne? Jetzt kann die Fahrt losgehen. Du hast ein Taxi bestellt. Ich habe ein Taxi bestellt. Startup-Taxi von 1992, hat eine gute Heizung. Ja. Ja, das ist ein typisches Hamburger Wetter, was wir jetzt heute haben. Ja, kenne ich aus Bremen, aber nicht anders. Und du hast jetzt gleich noch einen Termin um 15.30 Uhr. Ja, wir haben gleich unser Midweek-Meeting. Wir hatten uns dann dazu entschlossen, statt einem großen Meeting machen wir drei kleine. Und stellen uns kurz im Kreis auf. Anfang, Mitte und Ende der Woche. Genau, genau. Und jetzt, bringt das was? Ja, die Struktur ist jetzt echt ganz gut gewesen. Sonst hatten wir montags ein Riesen-Meeting und gesagt, was ist passiert, was haben wir vor. Jeder erzählt seinen Stuff, aber dann schaltet die Hälfte nach 10 Minuten ab, weil es ja auch nicht jedem was angeht. Und so haben wir montags wirklich nur eine fixe Runde, so, hey, was geht denn eigentlich ab, was war jetzt eigentlich? Ja. Mittwoch so, hey, passt das ungefähr, brauche ich irgendwo Hilfe oder ist irgendwas geil, kann ich Hilfe abgeben, kann ich irgendwie Knowledge abgeben? Ja. Und Freitag so, hey, ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Und wenn man es nicht geschafft hat, natürlich die Frage, wieso und wie kann man es dann nächste Woche besser machen? Ja, ich habe dich ja das erste Mal da im Fernsehgerät gesehen, da bei der guten Löwenhöhle, ne? Ja. Da hast du ja eine gute Show abgeliefert. Das war ganz witzig. Was würdest du sagen, dass das hat euch richtig was gebracht oder wie ist da so deine Erkenntnis nach der Show? Gemischt, total gemischt. Das hatten wir von Anfang an aber schon vermutet, da wir kein klassisches Produkt sind, wir eben keine Listung haben in einem Was der Dümmel mal eben in die Regale stellt und dann feuerfrei, ne? Genau, das die profitieren am meisten, ja, oder? Absolut. Ja, absolut. Also soweit ich meine, wir kennen ja einige auch aus Hamburg, weiß ja auch, dass ja wie ja, Gott in die Welt ist ja schon dabei gewesen, ist ja auch, weiß Gott, sind wir nicht die Einzigen. Die haben da super von profitiert. Viele nehmen ja auch gar keine Deals an oder haben da irgendwie den Deal abgesagt oder abgesagt bekommen. Ach, das ist doch bei 90% der Leute, dass die eigentlich nur die Aufmerksamkeit wollen. Genau, genau, genau. Manchmal ist ein gutes Invest dabei oder ich meine gerade mit Ralf Dümmel, wenn man ein geiles Produkt hat, dann gibt man ein bisschen was an ihn ab und er listet einen ein und man kriegt sofort das Investment wieder raus und er kriegt sein Investment auch wieder raus, also irgendwie macht das Sinn. Für uns ist das ja der Fall, dass wir eine kostenfreie App anbieten. Wir nehmen noch nicht mal was für ein Restaurants dafür. Aber Downloads hat euch das da auch gebracht? Ja, wir haben so ungefähr 50.000 Downloads generiert. Direkt in 24 Stunden nach der Sendung? Nee, nicht ganz. Also es waren so 27.000 in 24 Stunden und dann in der Woche darauf so in Summe 50.000, ein bisschen mehr. Also sozusagen, die man ungefähr auf die Sendung zurückführen kann, 50.000. Genau, genau. Also es ist ja haben oder nicht haben. Genau, haben oder nicht haben. Natürlich müssen wir dabei ein bisschen betrachten, dass unser Fokus auf Metropolregionen liegt und auch gerade im Ausland, also London zum Beispiel, ist unser größter Markt. Ja, gut, da bringt die Sendung natürlich bringt die Sendung halt nicht so viel. Wir haben jetzt auch viele Downloads so aus kleineren Städten bekommen. Du bist nicht so mega hell auch begeistert von der Sendung, dass du sagst, boah, geil, das muss man. Ja, also wir haben es jetzt mitgenommen, der Erfahrung wegen. Carsten Maschmeyer hat auch bei uns investiert, was gut ist auf der monetären Seite. Nur allein wie viel, die Sendung. Wie viele Anteile hat er jetzt? Das sind jetzt ist verschieden geregelt tatsächlich am Ende des Tages. Sind das Wandeldarlehen, die ineinander geschaltet sind. Und es geht bis zu 30% hoch. Ja, okay. Je nachdem, wie schnell wir ein Follow-up-Investment ziehen. Aha. Das hängt jetzt von uns ab. Das ist eine faire Lösung für beide Seiten. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir möglichst fix ein Follow-up-Investment bekommen. Das war auch ja nur eine Seed-Runde. Und bringt euch das auch was vom Wissen von Carsten jetzt? Ja, Tatsache. Ja? Das war sehr, sehr gut. Hatten wir nicht weil wir da weiß ich jetzt immer so als Blick von außen, weiß ich nicht, bringt den Leuten das wirklich was? Oder ist das so, weil das sind ja Leute, die viel, viel zu tun haben, ob die sich dann da wirklich so reinhängen können, habe ich mich immer gefragt. Ja, das stimmt schon. Das hatten wir uns auch gefragt. Und also wir sind am Ende zufrieden damit und wir sind jetzt am Ende echt positiv überrascht gewesen, wie viel Hilfe dann doch noch kommt. Ah ja. Also allein wenn es eine kleine Aufmerksamkeiten sind, wie mal eine Buchempfehlung. Da ruft er halt mal an und sagt, hey, ich habe hier ein Buch bei mir rumliegen, das ist ganz spannend. Echt? Über, da ruft Carsten über Meeting bei dir früher, an, oder? Macht er das. Ruft er mal auf dem Samstagabend an, wie läuft Mr. Food Guide? Und das ist ja geil. Ich habe hier mal so ein Buch, das habe ich irgendwie auf dem Schreibtisch liegen, das finde ich ganz geil. Interessiert dich das? Ich könnte es dir mal rüberschicken und dann ist das zwei Tage später bei uns im Büro. Und dann nicht schlecht. Ich meine, das sind jetzt ja so Sachen, die würde ich nicht erwarten. Ja, das war auch geil. Und zum Beispiel als jetzt direkt kurz nach Deal-Unterzeichnung, da war direkt hier im G20 in Hamburg und da hat die Stadt da gebrannt. Ja. Und unsere Straße war die so meist betroffenste Straße. Genau, vor uns der Rewe ist immer noch kaputt und da hat es gebrannt und da war ein Riesenfeuer.
Und ich hatte so einen Facebook-Livestream gemacht, ja, weil da keine Kamerateam konnte rein. Und dann hatte ich da ein paar hundert Zuschauer, das war völlig abgefreakt, so ein kleiner Reporter. Ja. Und dann hat er das irgendwie auch mitbekommen und gesehen und ruft halt sofort an und fragte irgendwie, wie es uns geht, ob alles gut ist. Und das war nachts um halb eins. Ne? Krass. Hat er irgendwie aus den USA schnell angerufen, weil er das auf Facebook gesehen hatte. Aber das war schon, das ist schon ganz cool. Also es macht Spaß. Er, nicht schlecht. Der hat Interesse, der hat Ahnung. Das ist jetzt nicht nur so Geld rein und mal gucken und seine Jungs regeln, sondern der hat schon verstanden, was wir da machen. Und ja, was ich jetzt aber noch viel spannender finde bei dir, und da bist du, glaube ich, einer der wenigen, der sowas mal gemacht hat, mal mit einem Van von der Westküste in den USA an die Ostküste gehalten. Ja, ja. Das finde ich total abgefreakt. Das war eine abgefreakte Tour, ja. Richtig geil. Die Hauptidee oder die Fragestellung war, warum sind irgendwie 8 der Top 10 Tech-Unternehmen aus den USA weltweit? Ja, klar. Und nicht von woanders oder auch gerade nicht aus Deutschland. Ja, hier kann ich niemanden. Genau, und hier gibt es halt auch kein Google und kein Facebook und so weiter. Nee. Es gibt ein paar große, so ein SAP kommt von hier. Ist auch schon aus den 70er Jahren. Ne? Genau, ist auch schon ein bisschen älter. Aber diese ganzen modernen, riesigen Tech-Giganten, warum sind die alle da drüben? Was mich jetzt brennend interessiert, hast du eine Antwort auf die Frage jetzt? Also eine ganz, ganz klare Antwort haben wir natürlich nicht direkt gefunden. Aber zu den Unterschieden haben wir auf jeden Fall herausgefunden, dass es gibt Unterschiede. Und zwar eigentlich zwei Hauptunterschiede. Die Risikoaffinität ist deutlich höher bei allen. Bei Investoren, die sind bereit, deutlich mehr reinzugeben. Die sind auch wenn da noch gar nicht so viel steht. Du kommst dann mit dem Konzeptpapier an, die sagen, ey, du bist ein geiler Typ, geile dein Idee. Team passt, los geht's. Ja, A-Team, mindestens eine B-Idee und dann finde ich gut, machen wir. Ich helfe, ich habe 10 Kontakte für dich und dann geht's los. Und ein Sprichwort da drüben war halt immer, in Deutschland stellst du irgendwie Business vor und du kriegst 10 Einwände, warum das nicht klappen könnte. Genau. Und da drüben stellst du eine Idee vor und du kriegst 10 Kontakte, die dir helfen könnten. Also da das ist so der große Unterschied. Die beschäftigen sich gar nicht so viel damit, warum irgendwas nicht funktionieren könnte. Nö, nö. Ja, wenn ich da hingehe und sage, ja, ich will jetzt ein neues Fahrrad herstellen, das gibt schon 1 Million Mal, dann würden die halt nicht sagen, ach Digga, Fahrrad, ich meine, was soll das? Sondern die würden sagen, ja cool, ich kenne hier den Typen vom größten Fahrradvertrieb, ich kenne einen, der macht Reifen, ein anderer ist irgendwie so ein Ergo-Fritze und dann noch was. Und aber, dann guck selber aus meinen Kontakten an. Ja, aber du hast echt recht, hier würde das echt so heißen, Digga, Fahrrad, was soll das? Ja. Ja. Da kann ja sein, dass das völlig überholt ist und wir fahren demnächst mit 8 im Fahrrad, weil das viel schlauer ist, was auch immer. Ja. Was war für dich das interessanteste Gespräch? Mit dem jetzt former CTO von Dropbox, der da als Nummer 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter eingestiegen ist. Der war Nummer 10 bei Facebook zum Beispiel, ist dann da rausgegangen, hat praktisch als Founder mit bei Dropbox angefangen. Und der hat uns sehr viel, der hat gar nicht so viel über das Gerät, was Dropbox macht. Das ist relativ simpel, ist einfach nur ein Cloud Storage so. Er hat viel darüber geredet, wie die halt die Firma so groß bekommen haben und wie mit den Mitarbeitern umgeht oder wie man das als Kultur aufzieht. Wie stark die auf Mitarbeiter eingehen. Die haben 2 Ein-Sterne-Köche da rumlaufen, die jedem Mitarbeiter 3-mal am Tag was Frisches, Geiles kochen. Okay. Die haben eine eigene Kaffeerösterei unten im Erdgeschoss und jedes Team macht eine eigene Röstung. Meinst du, das liegt auch mit an solchen Faktoren, dass die Leute voll dahinter stehen und Vollgas geben? Absolut. Das ist, allerdings ist das immer beidseitig. Das geht nicht analog. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, wenn du in Deutschland einfach so einen Dropbox-Campus hochziehst, und so ein Sternekoch und so weiter, 1400 Leute arbeiten, Tim Melzer kommt, genau, Tim Melzer kommt rein und dann oben noch Dachterrasse, Fitnessstudio, bla bla bla. Fühlst du dich natürlich schon geehrt als Mitarbeiter? Man fühlt sich geehrt, aber ich glaube nicht, dass in Deutschland dann so viel mehr kommt, wie was die Amerikaner dann geben. Warum glaubst du das? Weil das noch nicht gelernt ist. Also der Amerikaner, das war ja das Spannendste, was er uns dann ein bisschen erklärt hat, weil wir natürlich ihn auch gefragt haben, was ist denn der große Unterschied? Warum ihr jetzt so geil seid, warum sitzt ihr eigentlich in San Francisco, war ja auch die nächste Frage. Und dann sagte er, naja, pass mal auf, die Leute, die wollen natürlich ihr Geld haben und die wollen ihr Drumherum und ihren Spaß und so und eine geile Aufgabe, das ist klar, das musst du immer liefern. Nur wenn die sich committen, bei uns zu arbeiten, dann geben die auch 180%. Nur es gibt keinen hier oder wenige, die einfach mal kommen und so ein bisschen luschern und sagen, ja, ich mache hier mal so eine halbe Nummer. Die gibt es da nicht. Die gibt es fast nicht. Die gibt es hier aber schon. Genau, ne? Die gibt es hier schon. Also hier gibt es Leute, die gucken, ja, wo verdiene ich denn so okay Geld, wo lassen mich die Leute in Ruhe, wenig Verantwortung, kann immer schön brav von 5 oder 6 nach Hause gehen und die lassen mich in Ruhe am Wochenende. Das gibt es da eher weniger. Würdest du sagen, ist eine Mentalitätssache? Absolut. Viele Vorbilder auch, diese Hero-Mentalität. Die haben wir hier nicht so. Nee, eben, das meine ich. Genau. Ja, und die Hero-Mentalität in Deutschland geht halt eher nach, weiß nicht, Musikern oder Sportlern, Fußballer und da drüben auch gerne mal, Alter, ich will bei Facebook mitmachen, weil der Typ, was ist das für ein krasser Typ eigentlich?
ist es, glaube ich, schwierig, extrem viel zu geben als Firma. Und hier Homeoffice, Unlimited Urlaub und Essen hier, Trinken da, Müsli Station, Obst, Gemüse, Massage, bla bla bla. Wenn dann der Mitarbeiter nicht irgendwie bereit ist, ähnlich viel zu geben. Also in diesem Office von Dropbox brauchst du nicht mehr nach Hause gehen. Es gibt da Plätze zum Schlafen. Und das ist ja auch das Ziel, oder? Fitnessstudio, genau. Am Ende des Tages sind die halt 15 Stunden da. Die machen aber dafür eine Stunde Fitness, gehen eine Stunde ins Kino, haben noch einen Billardraum, haben eine Bar, gehen essen. Ja. Aber die beschäftigen sich länger mit dem Thema genau. Arbeit. Und die haben ja immer, auch wenn die ins Kino gehen oder irgendwo Billard spielen oder was, die haben dieses Thema präsent. Genau. Und dann spiele ich mit dir dann eine Runde Kicker. Und dann sag ich, ey, meinst du nicht auch, dass das und das voll kacke gelöst ist? Das kann man doch viel besser machen. Genau. Ja, das ist natürlich. Und das ist ein richtig starker Ansatz. Ich denke, dass sich so ein Konzept hier nicht so einfach umsetzen lässt. Ich sehe an vielen Ecken und Enden, dass Leute probieren, sowas so herzurichten. Die stellen ein paar coole Lounge-Sessel hin, einen Kicker. Und dann vielleicht noch eine Obstschale und sagen, die wird hier einmal die Woche aufgefüllt und dann soll das so funktionieren wie im Silicon Valley. Genau, das reicht halt nicht. Es muss halt auch viel von den Mitarbeitern kommen. Also die Mitarbeiter selber müssen sich statt in einer Gewerkschaft oder in einem Betriebsrat sich zu versammeln, gegen die Firma zu gehen, müssen die überlegen, ey Leute, wir machen jetzt einen Fußballclub auf. Wir gehen jetzt jeden Donnerstagabend Fußball spielen. Chef, können wir eine Stunde früher gehen? Ja geil, mach das doch. Weil klar, beim Fußball löst man vielleicht in der Teambuilding-Struktur Aufgaben doch mal auf einem anderen Weg. Also auch hier in Hamburg so ein Beiersdorf oder weiß der Geier. Ja, die probieren alle irgendwo ein bisschen was zu machen. Genau, die kapieren ja auch, dass das da hinten anders läuft. Reicht aber nicht aus. Ja, das denke ich auch. Also es reicht nicht, sich da irgendwie zwei Etagen freizuräumen und wie du schon sagtest, Obstschale und Kicker und schön zu machen und teuer Innendesigner, wenn du nicht das verkörperst. Hinzu kommt ja auch noch, du stellst diese Lounge-Sessel dahin und alles, dann trauen sich die Mitarbeiter gar nicht da reinzusetzen, weil dann so ein sozialer Druck in der Firma irgendwie da ist, so von wegen, du sitzt in dem Lounge-Sessel, du arbeitest ja gar nicht. Genau. Ja, wenn das Büro ist an einer anderen Stelle. Sowas habe ich auch schon oft erlebt. Wenn die Chefetage das nicht vorlebt und sich da auch reinlümmelt und sagt, ey Alter, hier, geil, werf mir noch mal ein Steak rüber, was ich hier dann im Lounge-Sessel gleich zu mir nehme, dann traut sich das keiner und dann funktioniert das nicht. Genau. Und das wird schwierig, wenn du mithalten willst auf einem. Wir reden jetzt eher darüber, dass irgendwie so eine ganze Ökonomie mithält. Ja, aber der Trend geht hier in Deutschland dahin. Ne? Ja, genau, merkst du auch. Ja, ich habe da schon viele gehört, von denen ich jetzt gar nicht das auch dachte. Ich dachte, die wollen noch Vollgas geben und dann kommt so, nö, ich habe mich mit meinem Chef gerade unterhalten und der hat jetzt gesagt, so ein Teilzeitmodell ist kein Problem, da kriege ich ein bisschen weniger Geld, zahle ich ja auch weniger Steuern, also passt das für mich. Und dann, ja, aber da hast du recht, dann, wie sollen wir dann da Schritt halten? Genau, dann funktioniert nicht. Dieserjenige, über den wir gerade sprechen, wird halt selber nie was Eigenes gründen können groß, weil das so viel Arbeit ist und so viel... Überstunden. Man kann ja gar nicht über Überstunden sprechen, das gehört einfach dazu. Hast du ja ausgesucht. Und derjenige wird auch nie der krasse Mitarbeiter sein, der halt mega mitzieht und das Tempo vorgibt oder das Tempo aufholen kann. Dann darf man sich auch nicht wundern, dass man dann irgendwie in den nächsten 10 oder 15 Jahren in der Weltwirtschaft deutlich hinter solchen Standorten wie den USA, aber bald auch Asien sein wird. Ja, bald auch Asien. China, Alter, was geht denn da? Da zittern den Amerikanern noch schon die Knie, was da abgeht. Die sind ja längst nicht mehr die Leute, die alles kopieren, sondern die geben jetzt schon Innovationen vor. Ja. Wenn ich mir die ganzen Dinger da angucke, Alibaba, WeChat und was die da machen, das ist ja Wahnsinn. Das ist mega krass. Malte, das war mega cool. Ja, war super schön. Vielen Dank. Kommt gut nach Bremen zurück jetzt, oder? Nö, ich bleib noch ein bisschen hier. Ich schau mir das WeWork jetzt nochmal an. Ah, cool. Wenn ich dann demnächst nochmal hier bin, dann kann ich auch bei euch mal... Ja, komm mal hoch. Wenn ihr nächsten Meeting gerade wieder habt. Ja, stimmt. Meld dich gerne. Alles klar. Bin sehr gespannt auf die Session. Leute, wir sind raus. Bam!